Ist Deutschland tatsächlich eine Demokratie oder eine Oligarchie? Also eine Gesellschaft, in der nur eine sehr kleine, reiche Gruppe von Menschen regiert und in der das gemeine Volk wenig bis nichts zu sagen hat. Nun, dieser Frage werden wir heute im Reaktionsvideo auf Wohlstand für alle nachgehen. Demokratiekritik von links, Johannes Anjolis Staatstheorie, ist der sehr, ja, intellektuell klingende Titel der 233. Episode von Wohlstand für alle, aber in der Folge, da wurde uns von Ole und Wolfgang auf Twitter Großes versprochen und wir schauen jetzt mal gemeinsam, ob die Folge tatsächlich so staatskritisch sein wird. Die Bundesrepublik, eine Oligarchie. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole, in der vorletzten Folge haben wir uns mit Wolfgang Abendroth beschäftigt. Er vertrat die Auffassung, dass sich aus dem Grundgesetz eine sozialistische Politik entwickeln lässt. Dieses Mal soll es um seinen Antipoden Johannes Anjoli gehen, der die liberale Demokratie als eine Oligarchie betrachtete, wenngleich es Abendroth war, der Anjoli zur Professur verhalf. Während Abendroth immer ein Linker war, war der Italiener Anjoli während des Zweiten Weltkrieges Mitglied der Waffen-SS und erst nach 1945 wandelte er sich. Er trat in den 50ern in die SPD ein, wurde dann aber, genauso wie Abendroth, wegen des Unvereinbarkeitsbeschlusses mit dem SDS ausgeschlossen. Wir wollen jetzt hier nicht näher auf Biografisches eingehen, das kann man gut im Too Long Didn't Read Podcast nachhören. Wir konzentrieren uns auf die Demokratiekritik, die noch heute aktuell ist, und es ist gerade mit Blick auf den Rechtsruck wichtig, Anjoli zu kennen. Zunächst möchten wir euch sagen, wie ihr diesen Podcast unterstützen könnt. Ihr könnt bei Steady oder Patreon ein Abo ab 3 € im Monat abschließen. Dann erhaltet ihr Zugang zu zwei exklusiven Formaten. In der Speakeasy Bar beantworten wir eure Fragen jeden Monat. In der aktuellen Ausgabe geht es Ich unter glaube, anderem die Werbung um hier, die drei größten Probleme Deutschlands. die überspringe ich mal. Darin, dass recht bald nach dem Zweiten Weltkrieg die Herrschaft der Oberschichten bzw. Eliten wieder etabliert wurden. Dabei entgeht Anjoli nicht, dass eine Ausdifferenzierung stattgefunden hat, die zum einen neue Hierarchisierung in der Industrie und Institutionalisierung des Lohnkampfes, zum anderen neue Instrumentarien zur Manipulation umfasste. Die Institutionalisierung des Lohnkampfes meint etwa Gewerkschaften sowie ein ausgeweitetes Arbeits- und Sozialrecht. Somit treten Ausbeutungsverhältnisse nicht mehr so offen zutage wie noch im 19. Jahrhundert. Der Verfassungsstaat nimmt diese Anpassungen laut Anjoli deshalb vor, um seine Existenz abzusichern. Also er macht das quasi als Zugeständnis, sonst könnte er leichter attackiert werden. Und die gesellschaftlichen Widersprüche werden damit nicht gemildert, sondern eher überdeckt. Anjoli betont die Gleichzeitigkeit der Modernisierung, die wohl soziale Verbesserungen, als auch die Optimierung von Herrschaftsinstrumentarien meint und damit letztlich die Oligopolstruktur des Staates absichert. Diese Diagnose, dass der Kapitalismus zum Monopol tendiert, kennen wir ja bereits von Lenin. Was hier jedoch bereits zum Beispiel vor Foucault stattfindet, ist, dass hier Jetzt mal aufgezeigt wird, out was. of context. Ich finde Oles Katze hier oben so süß. Also ich weiß nicht, ob er guckt mal rechts von rechts aus unserer Perspektive von Oles Kopf. Da oben im Regal. Ich habe mein Bild gerade ein bisschen runtergeschoben, damit ihr das sehen könnt. Ist total niedlich. Was dann Foucault, also der französische Philosoph, später als Praktiken der Gouvernementalität und der Disziplinargesellschaft bezeichnen wird. Foucault beschreibt 1975 in Überwachen und Strafen, wie sich aus brutalen Disziplinarmaßnahmen wie Folter und Kerker moderne Disziplinarmaßnahmen entwickelten. Foucault, aber teilweise auch Anjoli, übersehen dabei geflissentlich, dass es dabei trotzdem so etwas wie sozialen Fortschritt gibt. Um einen Gegenwartsexkurs zu unternehmen, uns allen ist die Neoliberalismuskritik geläufig, wonach unternehmenseigene Fitnessstudios oder Kitas nur dazu führen, den Arbeitnehmern noch enger an das Unternehmen zu binden. Diese Kritik ist berechtigt und in der Tat produziert diese Bindung Dilemmata, weil der Gegner bei Lohnverhandlungen plötzlich wie ein Freund erscheint. Zugleich aber wird es tatsächlich angenehmer sein, in einem solchen Unternehmen zu arbeiten, als in einer fordistischen Fabrik. Zudem sollte man nicht übersehen, dass wir heute eine große Gleichzeitigkeit erleben. Zwar gibt es diese New Work-Unternehmen für Besserverdienende, die anderen Arbeitnehmer streiten hingegen für
sagen wir, einen kostenlosen Kaffeeautomaten oder einen beheizten Gemeinschaftsraum. Anjuli erklärt, der moderne Kapitalismus habe erkannt, dass betriebliche Sozialleistungen effektiver disziplinieren als Armee und Polizei. Auch hier sei die Frage gestattet, ist das nicht trotzdem besser, obwohl es stimmt? Wahrscheinlich würde Anjuli das nicht leugnen, bei Foucault ist das ungewisser, aber Anjulis Diagnose soll darauf hinauslaufen, dass auf diese Weise alles Revolutionäre abgeschwächt wird und die Demokratie sich dahingehend transformiert, dass sie die Herrschaftsverhältnisse eines zum Oligopol tendierenden Kapitalismus absichert. Und auf diese These kommen wir auch nochmal zurück. Anjuli sieht auch eine gewisse Kontinuität zwischen dem faschistischen und dem bürgerlichen Staat, wenngleich letzterer nicht durch Terror regiert. Wenn aber der Faschismus die kapitalistischen Verhältnisse übertünchte, indem man von Betriebsgemeinschaft oder Partnerschaft im Betrieb sprach, um die Klassengegensätze zum Verschwinden zu bringen, greift auf solche Manipulationsstrategien auch der liberale Verfassungsstaat zurück. Und schließlich gelte immer, schreibt Anjuli, es dient keinem Herrschaftssystem, wenn die Techniken des Herrschens den Beherrschten zum Bewusstsein gebracht werden. Ja, die Massen werden auf Vertrauen in die Staatsgewalt eingeschworen. Gewünscht sei nicht Aufklärung über die herrschenden Verhältnisse, sondern zu beobachten sein Umschlagen der bürgerlichen Gesellschaft in Anti-Aufklärung. Anjuli schreibt in Bezug auf den unmündig gehaltenen Bürger, die moderne kapitalistische Wirtschaft braucht in der Produktion den technisch partiell ausgebildeten, aber betriebsdiszipliniert unmündigen Arbeiter und den leicht steuerbaren Konsumenten, genauso wie der moderne Verfassungsstaat den staatstreuen, den Rahmen der Ordnung peinlich beachtenden, vertrauenden und unmündigen Bürger auf politischer Ebene braucht und auch hervorbringt. Das ist ein guter Punkt auf zwei Ebenen. Einerseits, weil man generell sagen kann, dass diese Treue zum Staat abverlangt wird und zu den Zwecken des Staates. Zweitens, weil man dann auch sieht, dass selbst bei Sachen, wo der Staat auch anders handeln könnte, eigentlich die Regierung gerne die Bürger blöd hält. Also Thema Staatsschulden zum Beispiel, wenn die Bürger wirklich darüber aufgeklärt wären, was Staatsschulden bedeuten, dann hätten sie ein anderes Verhältnis dazu oder dann wüssten Sie vielleicht auch, dass ein niedriges Bürgergeld vor allem dazu da ist, Ihre Löhne niedrig zu halten. Und dann hätten wir natürlich auch eine komplett andere Debatte. Diese Aufklärung wird aber von Regierenden ebenso wenig angestrebt wie vom Kapital. Deshalb kann Anjuli zufolge nicht davon die Rede sein, dass sich der Wille in der Bevölkerung bilde und dieser dann zu den Regierenden gelangt. Vielmehr sei es umgekehrt. Die Regierenden, die primär Kapitalinteressen vertreten, bilden einen Willen, der nachträglich ins Volk hineinprojiziert wird. Kommen wir da noch. Ja, das ist interessant und das funktioniert sicherlich auch über die privaten Medien. Also die vertreten natürlich die Interessen von den Kapitalisten, denen sie gehören. Also es ist ja nicht der Staat, der alleine für die Meinungsbildung zuständig ist. Nochmal zum aktuellen Beispiel Bürgergeld. Da kann man es doch gut dran sehen. Es sitzt ja nicht die Bevölkerung am Wohnzimmertisch und hofft auf härtere Sanktionen, schickt diese Wünsche dann nach Berlin und dann wird das alles so gemacht, wie man sich das zu Hause es vorgestellt hat am Wohnzimmertisch. Es sind die Politiker, die. Das ist auch nicht die Bevölkerung, die um eine drastische Senkung der Renten gebettelt hat. Also das war ja ein Kernstück der Agenda 2010, was war das heutzutage so gut wie gar nicht mehr diskutiert. Hartz IV und Bürgergeld reden wir wenigstens noch, häufig mit so einem stark neoliberalen Einschlag, aber darüber, dass wir so eine Armutsrente haben, das Thema wird ja sogar totgeschwiegen in der öffentlichen Debatte. Und das ist auch ein Kernstück der Agenda 2010 gewesen, dass man damals das Rentensystem zerschlagen hat, um eben die Rente, ja, um die Leute dazu zu bringen, privat vorzusorgen und privaten Versicherungskonzernen die Tasche voll zu machen. Die Wirtschaftsinteressen vertreten, Arbeitgeberverbände und eine bürgerliche Presse, die das Bürgergeld zum Problem erklären, und zwar so lange, bis man sich auch an den Wohnzimmertischen dann darüber einig ist, dass wir dringend härtere Sanktionen brauchen. Kommen wir auf das Programm und die Techniken dessen zu sprechen, was Anjuli kritisiert, nämlich den sogenannten sozialen Frieden. Wir alle kennen diese Appelle, wonach der Frieden dringend wiederhergestellt werden müsse, dass sonst Schlimmeres geschieht, vor allem mit Blick auf den Rechtsruck werden solche Mahnungen laut. Gerade machen ja Ampel und auch CDU-Politik, die der AfD massiv in die Hände spielt, was diese Politik aber nicht daran hindert, zugleich am Wochenende auf Anti-AfD-Demos aufzutreten.
Anjoli würde darin das Arrangement eines Scheinfriedens erkennen, den es zu stören gilt. Um diese Thesen zeitlich zu verorten, sei darauf hingewiesen, dass sie inmitten des außerparlamentarischen Protestes von 68 geäußert werden und 1966 bereits die SPD in eine große Koalition mit der CDU eingetreten war, womit sie sich von ihren sozialistischen Wurzeln weitgehend gelöst hatte. Und wenn wir mal auf die Produktionsseite blicken, ist auch interessant, was Anjoli konstatiert. Die moderne Industrie habe verstanden, dass sich mit einem möglichst unmerklichen Repressionsgrad die höchste Ausnutzung des Profitmechanismus sichern lässt. Folglich wurde man innerbetrieblich sozial, wie er es dann nennt. Dies führte ebenso zu einer Absicherung der Herrschaft, wie die Verlockungen der Konsumentengesellschaft dann vor allem eine große Rolle spielen, indem der Arbeiter von Wirtschaft und Politik primär als Konsument angesprochen wird, kann dieser eine relative Freiheit erleben und vergisst das wahre Ausbeutungsverhältnis. Widerstand wird damit zunehmend unmöglich gemacht. Anjoli schreibt, der Manipulationsnutzen des sozialen Friedens liegt darin, als Ausgleich in der Verteilung von Gütern und Chancen alle Gruppen einer Gesellschaft zu umfassen, zugleich nur diejenigen disziplinieren zu treffen, die potenziell sich gegen die ungleiche Verteilung von Herrschaftspositionen und Privilegienchancen richten. Anders gesagt, es ist seine Funktion, genau die Letzteren zurückzudrängen, zu entmachten und dem öffentlichen Hass preiszugeben. Wie ist das zu verstehen? Nun, wir kennen das von aktuellen Sozialprotesten oder auch Streiks von Arbeitern. Diese prangern die Ungleichheit an und werden dann dafür gerügt, den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu zerstören. Und überhaupt sei doch gerade ein schlechter Zeitpunkt, weil Krieg ist, weil Pandemie herrscht oder weil gerade die Wirtschaft mal wieder in der Krise steckt. Und laut Anjoli kommt noch etwas hinzu. Durch den Wettbewerb der Unternehmen untereinander wird der Antagonismus Kapital versus Arbeiter bisweilen völlig undurchsichtig, wenn Unternehmen nämlich untereinander konkurrieren und der eine Industriezweig sich gegen den anderen in Stellung bringt. Wir können dies heute beim Kampf der alten, sogenannten schmutzigen Industrien gegen die neuen, emissionsarmen erleben. Dieser Kampf verdeckt mitunter den Klassenkampf, wenn Arbeiter sich auf eine Seite stellen und damit grundsätzlich auf die Seite des Kapitals schlagen. Anjoli konzentriert sich dann auf eine Kritik an den Parteien. Hier ist noch einmal der historische Kontext wichtig. Vor wenigen Jahren erst hatte sich die SPD vom Klassenkampf verabschiedet, sah sich nicht mehr primär als Arbeiterpartei, sondern verstand sich nun als Volkspartei. Anjoli schreibt, der Verteilungsmodus der Machtpositionen, die freie allgemeine geheime Wahl, zwingt die Parteien dazu, sich der jeweiligen Situation anzupassen und den gesellschaftlichen Kampf in der Taktik des Wahlkampfes zu berücksichtigen. Und das finde ich jetzt eine sehr schöne Formulierung, die kommt. Insofern entdecken bei einer Kohlenbergbaukrise alle Parteien ihr Herz für die Kumpel. Doch liegt genau hierin eine neue gesellschaftliche Qualität. Alle Parteien machen die gleiche Entdeckung und alle dehnen zugleich ihre Herzlichkeit auch auf alle anderen Bevölkerungsgruppen aus, einschließlich der Erdölindustrie. Die Parteien versuchen also eine abstrakte Mehrheit anzusprechen und nicht mehr eine Klientel, sondern alle. Man will sowohl Mieter als auch Vermieter selig machen, was einen unauflösbaren Widerspruch produziert. Besonders deutlich wird dies auch daran, dass nahezu alle Parteien eine ominöse Mitte adressieren. Stellt sich bloß die Frage, cui bono? Wer profitiert denn eigentlich von diesem sozialen Frieden am meisten? Antwort: die besitzende Klasse, da sie den Aufstand fürchtet und die damit einhergehende Schmälerung der Profite. Ja, deswegen, also das ist eine wirklich alberne Taktik, die gesamte Bevölkerung ansprechen zu wollen. Also dass man Politik gegen das Großkapital, vor allem gegen das Finanzkapital, das ist ja eigentlich klar. Also dass Finanzkapitalisten nicht mehr mit Spekulationen an Nahrungsmitteln reich werden können, dass die Banken strenger reguliert werden müssen, dass sehr, sehr große Vermögen, Wert von 100 Millionen Euro höher besteuert werden müssen, wenn in diesem Land wirtschaftlich etwas in die richtige Richtung gehen soll, das ist ja, glaube ich, klar. Also dass so eine extreme Ungleichheit und vor allem zunehmende Ungleichheit, wie wir sie gerade erleben, langfristig das Wirtschaftswachstum abschwächt und damit der nationalen Volkswirtschaft als Ganzes schadet, das ist ja ein unbestreitbarer Fakt. Das sehen wir ja mit Einführung des Neoliberalismus und der Explosion der Ungleichheit. In zahlreichen westlichen Industriestaaten sind auch die Wachstumsraten eingebrochen. Die Arbeitslosigkeit ist nach oben gegangen. Und die Einkommen von breiten Teilen der Bevölkerung sind viel langsamer gestiegen oder sogar stagniert und das über Jahrzehnte hinweg.
Und das ist halt kein Zustand, der in der internationalen Staatenkonkurrenz langfristig zum Erfolg führt. Deswegen sollte eine Partei vielleicht versuchen, die unteren 99,9% der Bevölkerung anzusprechen, also wirklich die breite Mehrheit, aber sie sollte nicht versuchen, zu sagen, wir machen Politik für alle und keinem soll es schlechter gehen. Den Bankern, den Spekulanten, also den Leuten und den Superreichen, den Milliardären und den hundertfachen Millionären, denen wird es etwas schlechter gehen, die wird man etwas höher besteuern. Aber dem Mittelstand, also denen, die nur einige Millionen haben und den normalen Arbeitern, denen soll es besser gehen. Und deshalb ist die Ausrichtung der Parteien auf den sozialen Frieden immer schon ein Zugeständnis an die Kapitalfraktion, also dass man permanent auch deren Interessen mit berücksichtigen wird. Und für Anjoli folgt daraus, die politische Partei des Verfassungsstaates wirkt in letzter Instanz als Klassenorgan der Konservation, weil sie keine Klassen mehr zu kennen vorgibt, sondern nur noch Menschen. Menschen, ja. Bemerkenswerterweise erwähnt hier Anjoli schon vor über 50 Jahren, dass Politiker zunehmend nur noch von den Menschen sprechen. Eine Art der Ansprache, wie sie dann später Angela Merkel perfektionieren wird. Mensch ist ein völlig unpolitischer oder besser gesagt entpolitisierender Begriff. Die Parteien werden durch Dann schönen Satz von Carl Schmitt zu. Wer Menschheit sagt, will betrügen. Und damit hat er, also zumindest auf die Politik bezogen, recht. Für einen neuen Krieg getrommelt werden soll, dann spielt es keine Rolle, dass die andere Seite, dass das auch Menschen sind. Dann sind das Feinde, die vernichtet werden müssen. Also, wenn man allerdings im Inland neoliberale Politik rechtfertigen will, dann sagt man, wir machen Politik für die Menschen. Wir stellen niemanden schlechter. Allen soll es besser gehen. Und ja, wenn man es Finanzspekulanten und Milliardären bequemer macht und deren Steuern extrem weit senkt, dann sagt man, hätte schwarze Null ein. Wer darf das wohl bezahlen? Der normale Arbeiter, der normale Rentner. Also in dieser Situation ist das extrem verlogen. Und wenn man da wirklich mal einen Universalismus hochhalten könnte, was man natürlich nicht macht, in der Politik geht es schließlich nicht um Werte, sondern um Interessen, dann macht man das selbstverständlich nicht. Diesen Prozess, der hier beschrieben wird, auch austauschbar, was wir vor allem an den linken europäischen Arbeiterparteien gut beobachten können, sowohl die Sozialdemokraten in Deutschland als auch die Kommunistische Partei in Frankreich oder Labour in England boten in den 50ern und 60ern die feste Heimat für Arbeiter. Das änderte sich, als diese Parteien immer mehr zur Mitte tendierten, sprich sich auf das Kapital zubewegten. So sind Arbeiter heute meist Wechselwähler, die ihre Wahl von Personen dann oft abhängig machen oder gleich von Ressentiments getrieben werden und vielleicht dadurch ins rechte Lager gelangen. Wie der Konsument im Supermarkt vor dem Regal auswählt, versucht es der Wähler mal mit dieser oder jener Partei. Gern probiert er auch mal etwas Neues aus. Und diese Pseudowahl verdeckt, dass ein jeder Bürger vor allem als Staatsbürger angesprochen wird und sich als solcher auch versteht. Und was immer der Bürger tut, selbst dann, wenn er mal protestiert oder streikt, soll er sich immer der nationalen Verantwortung bewusst sein. Und das kennen wir heute zur Genüge. Bei allen Forderungen, ob Lohnerhöhung, offene Grenzen oder höhere Bildungsausgaben, wird so getan, als müssten diese dem nationalen Gesamtinteresse entsprechen, damit sie legitim sind. Also es wird Cool, wenn der Staat das Ausgaben tätigt, dann würde ich dem sogar zustimmen. Also wenn etwas die Volkswirtschaft als Ganzes reicher macht, dann ist das eine gute Maßnahme. Umfeld macht die Volkswirtschaft als Ganzes reicher. Also wenn man den Reichen Geld wegnimmt und das an die Leute mit höherer Konsumquote umverteilt, also beispielsweise an die Rentner, also wenn man jetzt sagt, so, wir führen jetzt eine Vermögensteuer ab, Freibetrag 10 Millionen ein und die steigt dann stufenweise an, ab einer Milliarde Vermögen zahlt man dann Steuersätze von 10, 15%. Und das dann den Rentnern gibt, dann hätten wir eine deutliche Erhöhung des Rentenniveaus und wahrscheinlich ein sehr viel höheres Wirtschaftswachstum und eine sehr viel glücklichere Bevölkerung, fast eine Abschaffung der Altersarmut. Also kommt jetzt darauf an, wie man nationalen Wohlstand dann genau misst. Wenn man im BIP misst, dann steigt der dadurch deutlich an, einfach weil die Rentner eine wesentlich, wesentlich höhere Konsumquote haben als ein Milliardär. Es wird eigentlich den Leuten so suggeriert, ihr habt überhaupt keine antagonistischen Partikularinteressen, die ihr gegen andere verteidigen müsst, permanent, beispielsweise gegen eure Arbeitgeber, wo ihr sagt, wir hätten gerne mehr Freizeit und die sagen auch, wir hätten aber gerne mehr unbezahlte Arbeit. Und das soll dann einfach zurückgestellt werden und man soll ans große Ganze denken. Und erst wenn es zwischen dem Eigeninteresse und den Interessen einzelner Gruppen keinen Widerspruch gibt, sind diese Interessen gerechtfertigt. Denken wir daran, dass man Forderungen. Ja, das ist Unsinn. Also
die Superreichen haben auch ihre eigenen Interessen vertreten, ohne darauf zu achten, was das für den nationalen Kapitalstock hat. Also in den 90er Jahren, da hat ein Superreicher noch einen höheren Steuersatz als ein normaler Arbeiter. Heute zahlt ein Millionär laut Netzwerk Steuergerechtigkeit 24% Steuern auf sein Einkommen. Normaler Arbeiter zahlt 48%. Also ihr habt gerade richtig gehört, normaler Arbeiter hat einen doppelt so hohen Steuersatz wie ein Unternehmer. Also das ist die Situation in Deutschland. Und ich sage das jetzt nicht so, weil es nicht mal, weil es unbedingt ungerecht ist, sondern weil das auch schlecht für unser Wirtschaftswachstum ist. Wenn man Geld von denen, die eine hohe Konsumquote hat, zu Leuten mit niedriger Konsumquote umverteilt, dann sinkt der Konsum, dann sinkt die effektive Nachfrage, dann sinkt die Produktion, dann sinkt die Wirtschaftsleistung, dann sinkt ja die Bedeutung der deutschen Volkswirtschaft in der internationalen Staatenkonkurrenz. Nach Lohnerhöhungen zurückwies. Diese könnten die Inflation befeuern, während zugleich die Unternehmen prächtige Übergewinne verzeichneten. Da man jedoch wählen darf, ist die Identifikation mit dem Staatsbürgersein dennoch besonders hoch. Anjuli schreibt, unvermeidlich stellt sich die Verstaatlichung des Bewusstseins ein. Der Auch Staat übrigens eine erscheint. fantastische Formulierung, Ja. Verstaatlichung des Bewusstseins. Es ist wunderbar, also er schreibt ganz hervorragend. Der Staat erscheint als tatsächlich übergeordnete, tatsächlich dem Hader der Gruppen enthobene Macht, die allen Ernstes und mit großem sittlichen Ernst das Gemeinwohl durch Ausgleich schafft. Also unmöglich wird so zu denken, dass es einen Klassenstaat geben könnte. Mit anderen Worten, Klassenbewusstsein wird durch Staatsbewusstsein ersetzt und das hilft nicht nur dem Kapital, sondern wie wir gegenwärtig sehen können, hilft es auch rechten Parteien. Das Staatsbewusstsein ist nicht zuletzt der Grund, warum man eher die Massen mit Migrationsfeindlichkeit mobilisiert bekommt. Angeblich alles im nationalen Interesse als mit Klassenkampf. Instagram-Kommentarspalten sind da, finde ich, auch immer sehr interessant, wenn man sich sowas anguckt, also was dieses verstaatlichte Bewusstsein angeht. Das ist ja Weil so dein Faible. ich gucke gerne in so Kommentarspalten, einfach immer, wenn es um soziale Fortschritte geht. Zum Beispiel um die Ja. Frage, wie wäre es denn, wenn man mal eine 4-Tage-Woche einführt? Und alle schreiben dann in die Kommentarspalte, ja, also das ist ja so eine verrückte Traumtänzerei, da wird. Ja, die Arbeitszeit ist seit den 80er Jahren nicht mehr relevant gesunken. Also seit Einführung des Neoliberalismus sind die Löhne nur noch sehr langsam gestiegen, in der Lohngruppe überhaupt nicht mehr. Und die Arbeitszeit. Die ist konstant geblieben. Die ist vorher seit einem Jahrhundert konstant gesunken. Also die Menschen mussten immer weniger arbeiten dank der Produktivitätsfortschritte. Mit Einführung des Neoliberalismus hat das aufgehört. Und ja, man hat den Menschen mittlerweile so eine Ideologie eingetrichtert. Ja, wenn die Produktivität steigt, dann müssen sich das die Kapitalisten alles in ihre Tasche stecken. Dann kann sich das gar nicht in höherer Bezahlung oder geringere Arbeitszeit auswirken. Und dann verteidigen Menschen die Tatsache, dass sie selbst dann 40 Stunden in der Woche arbeiten müssten, obwohl das nach Stand der Technik gar nicht mehr notwendig wäre. Da man auch mit weniger Arbeit auskommen würde und trotzdem noch die gleiche Gütermenge produzieren könnte wie vorher. Also was man jetzt in Lohnerhöhungen, also es sollte eine Debatte darüber geben, welchen Anteil der zusätzlichen Produktivität man in Lohnerhöhungen erhält und welchen Anteil in Arbeitszeitverkürzung. Aber so eine Debatte wird ja nicht geführt, sondern die Kapitalisten stecken sich fast die gesamte Produktivitätssteigerung in ihre Tasche. Und alle, die mal sagen, Moment mal, wir haben ja so ein riesiges Wirtschaftswachstum gehabt, könnten die Arbeiter da nicht auch mal einen Teil von abkriegen, sei es durch Arbeitszeitverkürzungen bei vollem Lohnausgleich oder durch direkte Lohnerhöhungen, die werden dann als Traumtänzer beschimpft. Also das ist tatsächlich die Debatte. Der Deutschland vor die Hunde gehen und man denkt sich immer so, ja gut, klar, ihr könnt permanent natürlich euer Interesse hinter das Interesse Deutschlands zurückstellen, nur dann halt bitte nicht beschweren, wenn es in eurem Leben niemals besser wird, wenn ihr euch das so sehr einleuchten lasst. Anjuli schreibt dann sein Essay im Kontext der Diskussion um die Einführung der Notstandsgesetze, die dann ja auch 1968 erfolgte. Und nicht nur hat damit Deutschland außenpolitisch mehr Souveränität erlangt, sondern darin sind auch Paragraphen, die dem Sicherheitsapparat bei der Bekämpfung von Aufständen im Inland weitreichende Maßnahmen ermöglichen. Und für Agnoli ist dieses deutliche Auftreten der Staatsgewalt kein Widerspruch zum sozialen Frieden. Im Gegenteil, er schreibt, der alte liberale Staat, der sich wenig um Sozialsicherung, Rentenwesen und Arbeitsmarktordnung kümmerte, kannte nur den nackten Armee- und Polizeieinsatz gegen die streikenden Arbeiter. Der heutige politische Staat darf dem Notstand
auf alle Bereiche ausdehnen, deren Regelung ihm gesellschaftlich übereignet worden ist. Deshalb zerstört seine Praxis die alte liberale Formel von der Trennung von Staat und Gesellschaft. Der Notstandsstaat zeigt sich so als Fortsetzung und Krönung des Wohlstandsstaates, keineswegs als dessen Verneinung. Der Notstand wird ausgerufen, um den Wohlstand zu retten. Das ist jetzt das, was er schreibt, wenngleich ich da auch sagen würde, ja. Okay, also entweder ich habe es nicht verstanden oder der Punkt ist unlogisch. Also könnt ihr ja gerade im Chat schreiben, was ihr davon haltet. Also der Notstand, die Fortsetzung des Wohlstandsstaates. Ja, das ist ein Gedanke, der damals sicherlich Sinn ergeben hat. Tatsächlich können wir aber sehen, dass dieser Notstandsstaat, also der wirklich zu so großen Maßnahmen greift, zu so größeren Repressionen. Ich meine, so ein Notstandsstaat, der ist doch eher notwendig, wenn man ein Sozialsystem abbauen will. Also das sieht man ja gerade in Frankreich. Da will man beispielsweise das Rentensystem, da will man die Leute länger arbeiten lassen. Es gibt Massenproteste und die lässt man von der Polizei niederschlagen, nachdem man extrem scharfe Polizeigesetze verabschiedet hatte. Also das, also sieht man auch in vielen anderen Ländern. Also immer dann, also man brauchte ja Notstandsstaaten immer dann, wenn es starke linke Bewegungen oder Gewerkschaften gab, die bei der Regierungspolitik nicht mitmachen wollten. Immer dann braucht man einen autoritären Staat, der das niederschlägt. Also so ganz logisch finde ich diesen Gedankengang von Agnoli hier nicht. Dass man den eigentlich auch selten gesehen hat. Also klar, der kommt immer wieder, dann kommen die staatlichen Repressionen, wenn Menschen aufbegehren. Wenn man beispielsweise darauf blickt, jetzt auf Hartz-IV-Proteste oder so, oder gegen Stuttgart 21, da sieht man dann öfter mal den Staat, der da auch etwas militanter antwortet. Aber so diesen Staat, der quasi so einen permanenten Ausnahmezustand schafft, den haben wir in Deutschland tatsächlich nie erlebt, würde ich sagen. Also erst noch in der Corona-Krise. Man könnte auch sagen, er war nicht nötig. Genau. So würde jetzt Agnoli sagen. Also das war natürlich in einer völlig aufgeheizten Stimmung, wo tatsächlich viele Leute auf der Straße waren. Das ist ja heute in dieser Weise gar nicht vorstellbar. Ja. Auch die Radikalität des Protests ist nicht vergleichbar mit jetzt irgendeiner Kundgebung, die mal stattfindet. Agnoli macht deutlich, dass die Macht des Parlaments nicht die Macht des Volkes ist, weshalb er für eine Fundamentalopposition votiert. Das unterscheidet ihn dann auch von Abendroth, der zwar auch die außerparlamentarischen Proteste unterstützte, zugleich aber stärker an der SPD und den Gewerkschaften festhielt. Wir werden gleich sehen, warum. Zunächst noch einmal Agnoli. Er schreibt, nur das organisierte Nein sprengt die Fesseln staatsbürgerlich-parlamentarischer Gleichschaltung, kann den Führungskonflikt wieder zu einem Herrschaftskonflikt ausweiten. Ja, Fundamentalopposition. Allerdings Abendroth und Agnoli, die waren ja, wie ich es verstanden habe, Kommunisten. Also die wollten ja sowieso Kapitalismus abschaffen. Also aus sozialdemokratischer Sicht, ich gehe mal davon aus, dass die meisten Zuschauer von mir auch eher eine sozialdemokratische, sozialliberale Einstellung haben werden, ist das jetzt, glaube ich, gar nicht mal so eine interessante, obwohl es auch aus strategischer Sicht interessant, ob man bei dieser Altparteienkorruption, ob man da sagt, wir tolerieren eine maximal Minderheitsregierung, wir halten uns da komplett raus oder wir gehen in Koalitionen rein, aber wirklich zu allem Nein zu sagen, also keine Ahnung, die Grünen bringen im Bundestag einen Beschluss gegen das Schlachten von Robbenbabys ein, dann sagen wir, okay, wir hassen die Grünen, also stimmen wir da jetzt dagegen, würde ich nicht so sehen. Also bei Beschlüssen, die einem ideologisch zusagen, denen sollte man zustimmen und bei Beschlüssen, die man falsch findet, die sollte man ablehnen. Man sollte sich da seine strategische Souveränität nicht rauben lassen und nicht immer automatisch Nein sagen. Koalitionsregierung, die sehe ich kritisch, weil man dann anfängt, bei dieser Altparteienkoalition mitzumachen und dann automatisch in diesem Block der Altparteien sich einzugliedern. Ich sehe gerade den Streamer Gongon Remastered im Chat. Sei gegrüßt. Wahrscheinlich jetzt weiter. Wenn du mal Lust auf einen Talk mit mir hast, dann schreib mal kurz in den Chat. Oder wenn du immer noch da bist und mal Lust auf einen. Ist ja schön, wie viele Streamer hier bei Twitch einem einfach so in den Chat kommen. Dabei sollte man auch von linker Seite vor Gegenmanipulation nicht zurückschrecken. Also das ist durchaus so ein Plädoyer für Populismus. Denn, sagt er, es gäbe Situationen, in denen Aufklärung nur durch Agitation möglich ist. Für Agnoli ist ja fraglich, ob es innerhalb des... Da fragt gerade einer im Chat, dass man die gleiche Gütermenge hat, wenn man weniger arbeitet. Wie soll das denn durch steigende Produktivität? Es wird jedes Jahr in der gleichen Arbeitszeit mehr produziert. Angucken, die Produktivitätssteigerungsraten, die sind durchgängig positiv gewesen. Die waren in den 70er Jahren deutlich höher als heute. Aber in den 70er Jahren, da wurde eben auch noch alles, was es an Produktivitätssteigerung gab, an die Arbeiter weitergegeben.
Weißt du, haben die Kapitalisten, also nicht alles, sondern die Kapitalisten haben ihren Anteil bekommen, ungefähr ein Drittel, die Arbeiter haben ihren Teil bekommen, ungefähr zwei Drittel. Und ja, beide hatten ihren fairen Anteil an der Produktivitätssteigerung. Heute kriegen die Kapitalisten einen großen Teil der Produktivitätssteigerung und die Arbeiter kriegen einen viel kleineren Teil. Und wie gesagt, das kann man entweder dadurch machen, dass man sagt, so, wir arbeiten weniger, wir haben eine gute Gütermenge, wir sind reich genug als Volkswirtschaft, lass uns weniger arbeiten. Oder man kann das machen, indem man sagt, wir erhöhen die Löhne. Also wir leisten uns eine größere Gütermenge, wir produzieren mehr und leisten uns einen größeren Wohlstand. Das sind gesellschaftliche Aushandlungsprozesse. Das müssen Gewerkschaften, das muss teils auch der Staat vorgeben durch Arbeitszeitvorschriften. Also das sind Prozesse, das sind alles Dinge, über die müsste man mal debattieren. Aber immer, wenn jemand mal fordert, 4 Tage Woche, dann sagt man, ach, so ein Traumtänzer, so ein Spinner, was fordert der da? Weil wir seit 40 Jahren Neoliberalismus gar nicht mehr gewohnt sind, dass die Arbeitszeit auch mal reduziert werden kann. Sondern ganz im Gegenteil, man debattiert immer nur über höhere Renteneintrittsalter und anderen Unsinn. Also das Renteneintrittsalter, das wird planmäßig bis auf 67 steigen. Völliger Irrsinn, das müsste überhaupt nicht sein. Also man könnte sagen, wir haben Renteneintrittsalter 65 oder auch 63, das ließe sich problemlos halten. Also mit einem bisschen besseren Rentensystem, mit höheren, oder auch nur mit höheren Bundeszuschüssen. Auch das wäre ja jetzt keine radikale Lösung. Auch das wäre ja alles im bestehenden System. Auch damit wäre es ohne Probleme möglich, ja, ein deutlich niedriges Renteneintrittsalter einzuleiten. Also wie gesagt, kürzere Arbeitszeit kann heißen niedrigeres Renteneintrittsalter, kann heißen kürzere Arbeitswoche, kann heißen mehr gesetzliche Urlaubstage. Das muss man gesellschaftlich aushandeln. Parlaments überhaupt eine fundamentale Opposition geben kann. Und dabei beschreibt er hellsichtig, was in den kommenden Jahrzehnten. Nie, du hast es tatsächlich falsch verstanden. Du hast jedes Jahr eine größere Gütermenge. Also jedes Jahr steigt das BIP. Also außer jetzt während Corona vielleicht, da hatten wir eine Wirtschaftskrise oder während Wirtschaft jetzt Daten war. Haben wir jetzt immer noch eine Wirtschaftskrise, da die Ampelkoalition eine wirklich furchtbare Politik macht. Aber grundsätzlich haben wir in den letzten Jahrzehnten immer jedes Jahr ein größeres BIP gehabt, fast als ein Jahr davor. Und jedes Jahr hatte man damit mehr zu verteilen. Und von diesem größeren Kuchen, den man verteilen konnte, ist halt der Großteil immer an die Kapitalisten gegangen. Bei der SPD zu beobachten war und eigentlich auch noch immer Stand der Dinge ist. Er schreibt, die parlamentarisierte Arbeiterpartei zieht zwar die Kandidatur der abhängigen Klasse für die Leitung und zur Umgestaltung der Gesellschaft zurück und bescheidet sich in den Grenzen einer bloßen Interessenvertretung bei der Distributionspolitik, wobei sie als Volkspartei tendenziell selbst dies ablegt. Ihr gegenüber steht aber eine konservative Partei, die Sozial- und Distributionspolitik funktional auf der Ebene des Herrschaftskonflikts praktiziert und die keineswegs nur partikulare Konsuminteressen vertritt, sondern bestehende Produktionsverhältnisse als das geltende Herrschafts- und Ausbeutungssystem verteidigt. Das sind durchaus anspruchsvolle Sätze, aber hier steckt eine Menge Wahrheit drin, die sich auch leichter formulieren lässt. Nämlich, was man hier sieht, ist die SPD hat es ja eigentlich als sozialistische Partei gegründet, nimmt sich eigentlich vor, die Gesellschaft radikal zu transformieren und wirklich zu sagen, wir wollen ein. Und Deutschland ist wettbewerbsfähig, weil es gerade einige im Chat schreiben. Deutschland ist extrem wettbewerbsfähig. Also die Wettbewerbsfähigkeit, die wird gerade unterlaufen durch die explodierenden Energie. Man ganz einfach ändern, indem man wieder billiges Gas, billiges Öl aus Russland bezieht. Andere Geschichte, aber vom Lohnniveau her. Deutschland sogar extremes Lohndumping betrieben. Also wir könnten uns einen viel höheren Lebensstandard leisten. Die deutsche Industrie, die ist extrem wettbewerbsfähig. Wie gesagt, durch die explodierenden Energiepreise wird das gerade ein bisschen unterlaufen. Das ist ein gegenläufiger Trend. Aber gerade weil die deutschen Arbeiter in den letzten 20 Jahren auf wirklich fast alles verzichtet haben, weil es zwischen den 90er Jahren und den frühen 2010ern keine Lohnsteigerung, keine Steigerung des Masseneinkommens gab. Gerade deswegen sind wir so, also wir, sage ich schon, und deswegen ist unsere Industrie so wettbewerbsfähig. Gerade deswegen sind die Einkommen der Kapitalisten so extrem explodiert. Also auch gerade deswegen ist es vollkommen dumm, wenn irgendein Unternehmen mal rumheult, weil mal die Steuern auf Kapitalerträge ein bisschen erhöht werden sollen oder wenn es Lohnerhöhungen geben soll. Deutschland könnte sich Lohnerhöhungen von 20%, 30%, also im gesamten Lohnniveau, könnte es sich problemlos leisten oder eine entsprechende Verkürzung der Arbeitszeit. Was könnten wir uns leisten? Wir haben riesige Leistungsbilanzüberschüsse. Wenn ihr schauen wollt, wie wettbewerbsfähig ist ein Land, dann schaut auf die Leistungsbilanz oder schaut auf die Handelsbilanz, wenn ihr nur die Handelsgüter wirklich sehen wollt. Das ist beides extrem positiv. Also wie gesagt, das hat sich 2022 ein bisschen verschoben, weil wir so explodierende Energiepreise hatten. Das ist ein Faktor, der da nochmal ordentlich reinhaut, aber dafür können die deutschen Arbeiter ja nichts. Aber abgesehen von diesem Sondereffekt, den wir jetzt durch den Wirtschaftskrieg gegen Russland haben, den man, wie gesagt, meiner Meinung nach beenden sollte, abgesehen von diesem Sondereffekt,
könnten wir Deutschen uns einen viel, viel höheren Konsum leisten oder eine geringere Arbeitszeit. Überhaupt kein Problem. Guckt euch die Statistiken an. Die Leistungsbilanz, die hat sich immer so in Größen von 6-9% des Bruttoinlandsprodukts bewegt. Also außer 2022, da ist das Ganze eingebrochen. Aber selbst da war sie noch deutlich positiv. Also selbst zum Höhepunkt des Energiepreisschocks hätten wir uns noch einen höheren Lebensstandard leisten können. Und unsere Politik wollte das eben nicht, weil unsere Politik eben ja im Interesse großer Kapitalisten handelt und nicht im Interesse der Mehrheit der Bevölkerung und auch nicht im Sinne der nationalen Volkswirtschaft in der Staatenkonkurrenz. Denn unsere nationale Volkswirtschaft, die könnte wesentlich stärker sein, wenn endlich mal der Binnenmarkt in den Blick genommen würde. Eine gänzlich andere Art und Weise zu produzieren. Dann kommt diese leichte Bewegung nach rechts, dass man eigentlich überhaupt nicht mehr wirklich sozialistisch ist, sondern nur noch sagt, man vertritt so ein Partikularinteresse im Verteilungskampf. Das heißt, man sagt, kapitalistisches Wirtschaften ist schon akzeptiert, ist alternativlos. Jetzt geht es so darum, den Arbeitern den Rücken zu stärken in Lohnverhandlungen oder was auch immer. Was ja auch noch verhältnismäßig progressiv ist, aber halt eine deutlich andere Frage. Aber dadurch, dass man dann diesen Schritt macht und dann später sogar noch den Schritt zur Volkspartei, also sich eigentlich versucht, dann die Quadratur des Kreises hinzubekommen, dass man alle Interessen irgendwie bedient, dadurch stärkt man dann gegeben eigentlich auch die anderen Parteien, die sich eben nicht einfach nur verstehen als Vertreter dieses einen Interesses der Arbeiter oder dieses einen Industriezweiges, sondern das Ausbeutungssystem im Ganzen. Heißt also, während sich die SPD zu mitorientiert, spielt sie denen zu, die darauf das Ausbeutungssystem errichten, und die Konservativen bewegen sich damit nicht selbst zur Mitte, vielmehr erklären sie sich, inklusive des Kapitals und der Kapitalfraktion, für die Mitte. Und selbst Gewerkschaften sei zwar zu verdanken, meint Agnoli, dass höhere Löhne errungen werden, aber das Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit, das bleibt unangetastet. Agnolis Position ist unmissverständlich, wenn er erklärt, nicht Brot und Spiele noch Wahlzettel, sondern die Gewalt hat im Laufe der bisherigen Geschichte soziale Kräfte der Manipulation entzogen und Freiheit verwirklicht. Das stimmt zum Teil, ich würde es auch nicht komplett so sehen, also es gab schon auch andere Formen der Bewegung oder wir müssen auch gewisse technische Fortschritte oder Ideen, die sich breit machen, mit hinzuziehen, um gesellschaftliche Veränderungen zu beschreiben. Also ich glaube, es ist nicht immer nur der alleinige revolutionäre Kampf, der jetzt Agnoli hier vorschwebt, aber sicherlich hat er da auch recht. Und zu fragen ist dann auch, wieso ist die jetzt plötzlich völlig vorbei? Also diese Gewalt kann es nicht mehr geben, wenngleich ja die Gewalt des Staates vorhanden ist nach wie vor, wenn auch immer mal wieder eine temporäre Abwesenheit zu beobachten ist. In einem Aufsatz für das Argument stellte Agnoli klar, dass das Kapital nicht immer den Faschismus braucht, um erfolgreich zu sein. Dennoch komme der liberale Staat nur unter einer Bedingung ohne Gewalt aus. Und da schreibt er, wenn die Massen die Freiheit nicht wollen, braucht die Gewalt nicht angewandt zu werden. Aber sie bleibt aktuell. Die Staatsgewalt muss jederzeit die Fähigkeit bewahren, konkret zu werden. Auch hier fallen uns ja aktuelle Beispiele ein. Denken wir an das unverhältnismäßige Vorgehen des Staates gegen die letzte Generation. Oder denken wir daran, dass immer mehr Politiker, wie etwa Eva Högel von der SPD, für eine neue Form der Wehrpflicht Propaganda machen. Wolfgang Abendroth würde nun im Gegensatz zu Agnoli deutlich herausstreichen, dass der Rechtsstaat in der Demokratie jedoch funktioniert und genau das dann auch den Verfassungsstaat deutlich vom faschistischen Staat unterscheidet, der eben keinen funktionierenden Rechtsstaat hat. Und Abendroth würde auch ein strategisches Argument machen, um die Konzentration auf die Fundamentalopposition zu problematisieren. Es gilt für ihn, innerhalb des Parlaments und den anderen Institutionen des Verfassungsstaates die eigenen Leute unterzubringen, um so gegen eine erneute Faschisierung gewappnet zu sein, und weil es von dort aus, sollte der Sozialismus eine Chance bekommen, leichter sei, einen solchen Staat auch wirklich zu leiten und zu organisieren. Und gerade mit Blick auf die Faschisierung ist das ein stichhaltiges Argument. Es ist schon entscheidend, ob die Richter und Verwaltungsbeamten, die über Abschiebungen verfügen, AfD-Mitglieder sind oder nicht. Ja, und man kann das jetzt für viele weitere Bereiche, Universitätsleitungen und ausführen. Und das leuchtet sehr ein, dieses Argument von Abendroth, dass man sich nicht einfach Opposition konzentrieren kann. Ich meine, gilt für uns ja auch. Also ich meine, das muss ja schon klar sein, jetzt so ein offen linker Podcast wie unserer, der würde ja auch gegebenenfalls in Gefahr geraten durch Repressalien, was die Meinungsfreiheit etc. angeht, die dann natürlich
je nachdem, wer da gerade in den Gerichten sitzt und so, was dann unterschiedlich ausgehen kann für einen. Ja, also ich rechne jetzt auch nicht damit, dass die AfD uns fördern würde, Nee. sondern das Gegenteil natürlich wäre der Fall. Ja, und dann, wenn noch die entsprechenden Richter entscheiden, wäre aus. Ja, und das gilt natürlich dann für alle Bereiche. Und dieses Abendrot-Argument ist auch insofern interessant, als wir zwar diese große Neoliberalisierung dann erleben können der Gesellschaft, aber selbst Ja, also das, was die beiden hier gerade anhand der AfD aufgezählt haben, das gilt natürlich genauso für FDP, CDU, SPD, Grüne und ja, für die gesamte Altparteienkorruption ist linken Projekten wie Wohlstand für alle ja genauso feindselig gesonnen. da zeigt sich ja noch, wie lange das gebraucht hat. Also man kann nicht mit einem Mal den System-Change vollziehen. Denken wir an Thatcher. Selbst sie konnte trotz Mehrheiten im Parlament den Neoliberalismus nicht binnen Wochen einführen, sondern brauchte dafür als Premierministerin über ein Jahrzehnt. Und das liegt auch daran, dass die Labour-Partei zuvor ihre Leute in den Institutionen des Staates untergebracht hatte. Abendroth plädierte übrigens deshalb immer für die Geschlossenheit auch der Linken. Das bedeutete für ihn, dass sich alle doch irgendwie bei der SPD. Das haben wir jetzt alle bei BSW. SPD, Grüne müssen zerstört werden. Die Linke ist sowieso erledigt. Alle ins BSW. Wir brauchen eine geschlossene demokratische Sammlungsbewegung, hinter die sich alle versammeln können. Weg mit der Altparteienkorruption, Aufbau einer neuen Partei. Ja, und dahinter sollten sich alle Linken versammeln. Also nehmen wir Abendroths Vorschläge ernst. Einfinden sollen. Und das bedeutete aber dann auch, dass die SPD eine Heimat bieten müsste für alle Linken. Und das hat ja dann Abendroth schon in den 50ern immer mehr erlebt, dass das nicht der Fall ist. Und die Zeiten sind jetzt auch wirklich vorbei. Also von einer großen Binnenpluralität innerhalb der Sozialdemokratie kann ja kaum die Rede. Ich sag's ja, es gibt das BSW. Alle Linken ins BSW und Einheitsfront gegen die Altparteien. Rede sein. Gegen Anjoli den Neoliberalismus vor allen Dingen erstmal. wieder zu entdecken, jedenfalls lohnt sich sehr, auch wenn wir jetzt manche Einwände artikuliert haben. Gerade wenn uns jetzt wieder Linksliberale und Konservative mit der Frage in den Ohren liegen, wie können wir die Spaltung in der Gesellschaft überwinden, dann gilt es, diesen erhofften Scheinfrieden zu demaskieren und Anjoli bietet das richtige Instrumentarium dafür. Genau. Wenn wir die Spaltung in der Gesellschaft überwinden, wenn irgendein CDUler oder SPDler mich das fragt, ja, deine Partei könnte von der Regierung zurücktreten. Institutionen, die hat meines politischen Lagers übergeben und sich zurückziehen. Dann wäre unsere Gesellschaft nicht mehr gespalten. Könnten wir einen neuen nationalen Konsens finden? Ich glaube, das willst du nicht. Ich glaube, dir ist Spaltung doch ganz recht. Wie fandest du die Nationalismuskritikfolge von denen? Können wir gleich auch noch drauf reagieren. Ich hatte eigentlich überlegt, jetzt aufzuhören, aber da können wir auch, glaub ich, noch gleich drauf reagieren. Abschließend möchten wir noch auf kommende Veranstaltungen So, hinweisen. ja, könnt ihr euch, also wo die zur Veranstaltung zu Gast sind, das könnt ihr euch ansehen, wenn ihr da zu Gast seid. Wohlstand für alle, guter Kanal. Dann mal, oh, jetzt zeige verdammt. Also wie gesagt, Wohlstand für alle, guter Kanal, schaut da gerne mal vorbei. Also die meisten von denen, von euch werden den wahrscheinlich eh schon kennen, die brauchen dadurch nicht darauf nicht aufmerksam gemacht zu werden, aber schadet, glaube ich, nichts für die paar wenigen, die ihn noch nicht kannten.